Willkommen zurück hier in Minecraft. Wir haben allerhand Müll gesammelt. Und den Müll, den kann ich dann oben erstmal in die Müllkiste tun. Zumindest die ganzen Pflanzen hier. Ganz viele Pflanzen, alles Pflanzen, die wir noch gar nicht hatten anscheinend. Immer noch hier ein bisschen mehr Zombie-Köpfe. Ein Skelettkopf sogar. Machen wir hier rein. Walladam. Bohnen. Leder, Fleisch, Knochen, alles so Dinge, die wir nicht brauchen. Die schmeißen wir jetzt in den Mülleimer. Ding. Zombiehirne behalte ich mal. Samen. Auch den Bogen. Moment, nicht unbedingt so. Das heißt, wir hatten hier diese drei. Die werden wir jetzt erstmal hier abschöpfen. Mortus, Spiritus und Corruptus. Mortus ist ja tot. Spiritus brauchen wir nur. Hals. Ja. Gerade unsere Gläsers. Sollte irgendwann auch nochmal einen geeigneteren Ort finden. Bewegung brauchen wir. Spiritus, Bewegung brauchen wir. Wir brauchen vor allem jetzt noch wieder mehr Glasscheiben. Dafür brauchen wir wieder mehr Glas. Doch nochmal eben so mal. Bisschen mehr Glas, wir brauchen 6. Hätten wir die Glasscheiben mal nicht weggepackt, ne? Aber so ist das halt. Davon 4 Stück, das ist auch okay. So, das schmeißen wir doch erstmal hier einfach rotes Fleisch hin. Und da haben wir oben und dieses komische Ding drinnen. Die Glasscheiben herstellen. Dann fehlen uns wieder welche. Obwohl das für unsere Zwecke ausreicht, 2 Stück. So. Dann brennen wir einfach mal 13 Stück. Merken schon, dass wir Humus, Menschen bekommen. Für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Hätten wir gar nicht großartig auf die Suche gehen müssen. Aber wieder mein Feld, Zombiehirn. Drinnen tun wir beides mal hier rein. Das haben jetzt unsere Menschen. Jetzt machen wir das wie folgt. Wir haben hier jetzt Human, Spiritus und Mortus. Gucken wir nochmal hier rein und wir brauchen als erstes Menschen und Bewegung. Das heißt, wir brauchen aber vor allem auch etwas, was länger brennt. Was länger brennt. Vielleicht ein Großholzstamm. Vielleicht brennt er länger. Wer weiß das schon so genau. Feuerzeug noch. So, wir tun das hier hin. Zünden das an. Und
werden jetzt als erstes Humus hier hinstellen. Das Humus. Normalerweise da rausgezogen. Normalerweise. Achso, ich muss vielleicht auch sagen, er soll es machen. Haha. Humus wird rausgezogen. Dann brauchen wir das. Können wir das hier wieder wegnehmen. Stellen das hin. Und wir haben unseren kleinen Golem bekommen. Nein! Und wir haben den Golem. Wir sind so ein... Wir sind so fällig. Das ist... Wir sind... Ich bin so bescheuert. Jetzt ist der Golem weg. Ich glaub das nicht. Ah. Muss ich wieder nach oben gehen. Das machen wir gleich nochmal. Den sollte man nicht unbedingt ins Feuer stellen. So. Zwei Versuche habe ich noch. Also. Wir gehen nochmal hier unten hin. Bauen uns noch ein Stroh. Den Geist nochmal weg. Humus rein, wollen wir natürlich wieder Feuer. Eigentlich funktionieren. Du sollst doch jetzt. Warum geht das jetzt nicht? Hat eben gerade auch was mit. Es sind noch 9 Stück drin. Du hast noch nur 4. Aha. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt brauchen wir wieder Mortus. So, diesmal hat es auch funktioniert. Diesmal stelle ich ihn da nicht rein. Jetzt nehmen wir unser schlaues Büchlein und gucken uns doch mal an, was wir mit diesem Golem machen können. Wir haben jetzt einen Strohgolem. Sammelgolem. Das heißt, wir brauchen Nitro und Ziegelsteine. Und eine hungrige Truhe. Okay, des Golems. Dafür brauchen wir Laserquarz. Das haben wir gar nicht. Ah, das heißt, wir müssen doch erst ein Laserportal bauen. Wir können den Golem mal hin. Wir können es noch nicht befehligen, aber keine Glocke. Aber er steht da schon. Den können wir auch gar nicht einsammeln, kann das sein? Ne, wir können den gar nicht einsammeln. Das ist natürlich sehr blöde. Das heißt, er steht da jetzt so lange rum, als wenn wir sein Quarz haben. Das heißt, wir werden jetzt doch nochmal mit dem Bau unseres Hauses anfangen. Das brauchen wir nicht. Das spannende Glas nehmen wir hier rein. Das auch. Dann machen wir sein. Kiste nochmal fertig. Gekochtes Lammfleisch. Nochmal so anfackeln. So. Wir werden uns jetzt die nächsten Folgen mit dem Hausbau beschäftigen. Nehmen wir mal ein bisschen Bruchstein mit. Mal ein bisschen Theorit mit, ein bisschen Marmor mit, gucken, ein bisschen hellgrüne Steine mit, ein bisschen Birkenholz, also viel Holz habe ich eigentlich auch hier nicht mehr. Holz will ich dann da nochmal vor Ort nochmal anderes sammeln. Dann nehme ich noch die Steine mit.
Glas. Hoch nochmal mit. Dann nehme ich noch mit. Ja, noch. Ich werde mir nochmal Truhen bauen jetzt. Eine Truhe. Und das nehme ich alles mit zum Haus bauen. Und weil es sowieso gerade wieder dunkel wird, bis es dunkel ist, kann ich lange mal kurz gucken. Ja, daraus kann man doch schöne Steine machen. Steine kann man auch schöne Steine draus machen. Marmor ist auch schick Dinge. Auch hellgrüne Steine haben wir viele schöne Dinge. Und Diorit haben wir leider ein bisschen wenig. Diorit brauchen wir für diese Zeug. Oh, aus Holz eigentlich auch was machen? Holz kann man auch schön Dinge machen. Nur aus Birkenholz an sich nicht gut. Mal schlafen und dann haben wir wieder einen Tag Zeit, unser Haus anfangen zu bauen. Neues Haus. Vielleicht haben wir irgendwann ja auch mal ein neues Haus. Das Gefühl, hier ist schon was nachgewachsen. Kann das sein? Kann das nachwachsen? Eigentlich nicht, ne? Ich weiß es nicht so genau. Natürlich keinen Platz. Deswegen ja auch die Truhe. Natürlich sollte man die Truhe jetzt nicht unbedingt. Wenn ich das so mache, ich wollte mal hier. Das hin. Die Truhe daneben. Hier schon mal ein bisschen Steine rein. Brauche ich jetzt erstmal hier 4 Türen. Eine hier hin, hier hin, hier hin. Eine wird dann da mal irgendwann hinkommen. So. Der Eingang der Mine. Hier wäre es ja eigentlich schön. Da kommt es auch schon wieder raus. Essen sollten wir auch wieder was. Also könnten wir gleich noch unterirdische Minen ein, also eine kleine, nicht da. Hier gleich im Haus haben. So, das heißt, wir fangen aber einfach mal hier an. Eigentlich wäre ja ein tiefer noch ganz schön. So, das ein tiefer zu machen, wäre viel zu aufwendig.
Fangen wir mal hier an. Achso, aber. Noch nicht so. Nehmen wir einfach mal für die Mauern diesen schönen Stein. Dann brauchen wir noch ein bisschen Deorit. So. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal hier anfange. Mal ganz außen rum für. Wäre so, dann wären wir, sagen wir mal, wir machen eine Tür. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Türen. Und doppeltürmäßig. Hier 3 und hier auch 3. 1, 2, 3. Wäre dann hier von dem Haus. Das wäre sozusagen das, wo man reinkommt. Eins, zwei, drei, dann machen wir hier. Drei. Eins, zwei, drei. Haben wir hier noch mal einen Raum, wo wir dann hier noch mal abgehen können. Reinmachen. Können es aber auch sein lassen und den auch einfach so als so Einzelraum machen.
Nagel haben wir gefunden. Super. Blöd. So, es wird aber auch schon wieder Zeit. Die Folge wieder viel zu lang. Nee. Dann werden wir nächstes Mal einmal abbauen. Den wollen wir hier hinsetzen. Und wir sind ein Stein. Und dann machen wir nächstes Mal da. So, das wird das Haus. Es wird auch nicht gerade kleiner, wir brauchen auch viel Platz. Vor allem wenn hier reinkommt, gleich das Portal kommt. Mal gucken. Mal gucken. So. Das heißt, falls das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.